Ich schwöre es euch, Freunde. Wenn Bomb-Ump jetzt nicht hier irgendwo in der Stadt zu finden ist, dann werde ich langsam austicken. Ja, dann mache ich wie die Bomb-Umps. Und das wollt ihr, glaube ich, nicht. Also sag mir bitte, er ist wieder zurück nach Hause zurückgekehrt. Gott sei Dank. Da ist er. Er scheint zu schlafen. Willst du ihn wecken? Klar, warum nicht? Hey, Mama Mia. Er wird nicht wach. Willst du ihn noch einmal wecken? Ja. Wach auf, du Schlafmütze. Muss ich irgendwie timen? Nee, muss nicht timen. Okay, dann geht das wohl nicht. Leute aus ihrem Schlaf zu reißen ist schon irgendwie grausam. Nein. Ach was, das ist doch nicht grausam. Das ist nett. Können wir ihn wirklich nicht wecken? Gar nicht. Können wir ihm irgendwie einen Kaffee bringen oder so und dann macht er auf? Hey, warte mal. Er zerknickt langsam. Seht ihr das? Er ist jetzt ein bisschen zerknickter als vorhin. Ich glaube, das bringt doch was. Vielleicht nochmal ein bisschen draufhauen mit dem Hammer. Ja, warte, was? Jetzt ist er nicht mehr zerknickt. Hm? Ja, jetzt ist er. Hm? Ich muss das einfach lang genug machen. Ich weiß es nicht. Nein, okay. Ich glaube, das bringt nichts. Der ändert sich nicht. Auch wenn er sich ein bisschen zerknickt. Das hilft irgendwie nicht. Hey, Kollege, hast du vielleicht eine Idee, was wir machen könnten? Aha, du hast die Betriebserlaubnis für die Kanone. Also hast du Goldfried getroffen, ja? Fehlt nur noch von General Bomb-Ump. Was sagst du da? Du weißt nicht, wo General Bomb-Ump sich aufhält? Ah, Mario, wo kann... Was? Was wolltest du sagen? Hm, wo kann er nur hin sein? Schwierig. Wir brauchen General Bomb-Ump. Ohne ihn können wir die Kanone nicht abfeuern. Also, was sollen wir da nur tun? Also er ist gerade wach geworden. Glücklicherweise. Warte, was? Ernsthaft? Er schläft wieder? Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Hallo? Aufwachen! Ne, ich habe niemanden, mit dem ich den jetzt auf den Schlaf reißen kann. Vielleicht kann ich ihm hier kalte Luft machen. In seinem Haus. Dass er davon wach wird. So, ich puste rein. Nee, auch nicht. Hm. Na gut, ich weiß es nicht. Irgendwas müssen wir doch tun können. Lass uns mit dem Haus zurückkehren, wo wir diesen weißen Bomb-Ump gefunden haben. Okay. Habe ich im Haus vielleicht eine Methode übersehen, ihn zu wecken? Also hier ist der Kaffee am Brühen. Vielleicht umkippen auf ihn drauf. Ich weiß ja nicht. Oder auf ihn drauf springen. Bam. Nee. Hm. Oh! Cool, das habe ich wirklich nicht gesehen. Aber weiter tut mir das nicht. Bei diesem nicht allzu schneeweißen Bob-Amp handelt es sich ganz klar um General Bob um. Wecken wir ihn. Vielleicht mit einer Explosion. Auf ihn drauf. Husch. Nein. Vielleicht aus dem Bett pusten? Juckt ihn überhaupt nicht. Nicht ein Stück. Nee, dann habe ich irgendwie keine Ahnung. Vielleicht sollte ich doch nochmal die ganze auf ihn drauf springen. Ich weiß nicht, bringt das was, dass ich da wirklich nochmal extra A drücke? Ich glaube nicht. Das bringt ja nichts, die ganze Zeit drauf zu springen. Das ändert ja nicht. Das ändert nichts. Rein gar nichts. Und trotzdem habe ich keine andere Wahl. Bzw. keinen Plan, was ich sonst ausprobieren könnte. Warte mal. Obwohl? Hat er sich jetzt geändert? Ich kann es nicht genau sagen. Hat er sich geändert? Lohnt es sich, was ich gerade tue? Doch, doch! Oh, was ist denn los? Von wo kam diese nette Massage? Siehst du nicht, dass ich müde bin? Trost brauche ich auch keinen.
Ein Bob-Amp ohne Träume und Wünsche. Das bin ich. Moment. Hä? Dieser Bart, diese Mütze, also dieser Hammer. Mario, ich hab dich schon überall gesucht, Mann. Ernsthaft? Warum? Naja, ich will die große Kanone wieder abfeuern. Meinen Job hatte ich verloren. Die Lust am Leben auch. Und da bin ich dann los. Ich war bei der Wahrsagerin in Rohlingen und die sagte, der Mann, der deine Wünsche erfüllen kann, hat ein M auf der Mütze. Er trägt einen Schnauzbart und hat einen großen Hammer. Ja, das sind wohl wir. Was? Jetzt eine Kanone abfeuern, um damit die Welt zu retten? Aber hallo, die Wahrsagerin hatte recht. Und ich schlafe hier? Ich mache sofort die Kanone bereit. Sag du inzwischen dem Bürgermeister Bescheid. Okay, super, hat geklappt. Aber jetzt mal ohne Witz, das war ja mal richtig dumm gemacht, dass ich die ganze Zeit einfach nur 10-mal Ja sage, bis das dann... Oh Mann. Immer soll ich ihm sagen, dass wir es waren, die ihn überall gesucht haben. Ah, ist doch nicht so schlimm. Also, doch, auf dem Gameboy Original ja, aber hier war es nicht so schlimm. Was? Der Bob-Amp ist zurück? Jetzt kommt die große Kanone endlich zu neuem Ruhm. Ich bin so aufgeregt, ich könnte explodieren. Hey, chill. Entspann dich, bitte nicht explodieren. Also los, schießen wir euch auf den Mond. Okay, los geht's. Wow, super Arbeit, Mama. Folgt mir ganz einfach. Ja, da ist die Kanone. Ich habe sie schon gefunden. Hier entlang, einfach mir nach. Da drüben. Auf jeden Fall erstmal abspeichern, was wir endlich gefunden haben. Mein Gott. War das eine Geburt. So, wahrscheinlich. Ja. Hier drin jetzt, oder? Alles bereit, Mario. Mal sehen, ob die alte Kanone noch funktioniert. In Ordnung, stell dich dahin. Was zum... Warte mal, das vorhin war nicht die Kanone? Gutes Versteck. Echt gut. General Bob-Omb, alles bereit für das Abfeuern der großen Kanone? Vertrauen Sie meinen Fähigkeiten, Bürgermeister. Alles hergehört, wir leiten die Abschusssequenz ein. Also Bob-Ombs, alle Mann auf Position. Zu Befehl. Er hat den Bob-Omb-Schlüssel. Okay, und da sind wahrscheinlich die Knöpfe für die Kanone. Ja. Sieht cool aus. System starten. System gestartet. System gestartet. System check. System check läuft. System einsatzbereit, Sir. Vorbereitung für Abschuss der großen Kanone beginnt ab jetzt. Außentor öffnen. Außentor? Wie die Toad, der sich so umschaut, dem kann auch was abgeht. Oha. Innere Lamellen öffnen! Lamellen werden geöffnet, ja, geöffnet, ja. Wow, wie tief geht das denn? Da ist mal runtergefallen? Kanonenrohr ausfahren! Rohr wird ausgefahren, ja, ausgefahren, ja. Oha, das nenne ich mal eine Kanone. Das andere war ja eine Babyform. Im Vergleich. Okay, die ist wirklich ein gutes Stück größer. Alter. Zielerfassung, der Mond. Ich meine, okay, wir sind ja mehrere Leute, die jetzt auf den Mond zusammengeschossen werden. Ausrichtung, Neigungswinkel, Entfernung. Ja. Bis nach oben, bis nach oben. Oh, perfekt. Hoffentlich finden wir denn nicht die Raben. Windstärke, korrekte Korrekturausrichtung, Korrekturneigung, check. Ziel erfasst. Luke öffnen. Es ist soweit. In die Pulverkammer mit euch. Oh, als wie das laggt. Lex! Genau, Snack müssen, aber das passt schon. Okay, Luke schließen! Autsch, oh, verdammt! Und jetzt? Finger weg!
Kanone bereit zum Abschuss. Stand by. Okay. Also los. Großes Kanönchen. Feuer! Au, 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 au. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Oder den Mond. Juhu! Geschafft! Super! Jetzt musst du Luigi da unten dieses eine Mario-Minispiel spielen aus dem DS-Teil. Oder so da oben diese Bob-Ombs mit den Parachutes runterfallen. Viel Erfolg, Mario! Danke. Das kann ich gebrauchen. Wow, Yoshi! Warte, wir haben keine Ausrüstung. Wir werden hier nicht atmen können. Das fällt mir erst jetzt ein. Oh mein Gott, wir werden hier sterben. Nein! Raus hier! Raus! Raus! Oho! Nenn mich Falke, aber dieser Ripp war ja wohl absolut unglaublich. Ist es einfach okay, dass sie ja auf dem Mond seid und nicht atmen können, keine Luft? Und das also der Mond? Also gut, Bamba, schnappen wir uns dieses Sternjuwel und die Prinzessin. Ja, scheinbar juckt es sie nicht, dass sie nicht atmen können. Warum auch? Ist doch egal. Können wir halt nicht atmen. Nicht so schlimm. Kann man hier höher springen? Oh, oh ja, man kann hier viel höher springen. Interessant. Genauso wie dieser rissige Felsen, wenn ihr mich fragt. Eine Stoppuhr. Ja, ganz okay, schätze ich. Dann sind wir mal hier ganz schnell unterwegs. Ein Safe Block. Ich kann sogar über den drüber. Na, nicht ganz. Aber ich kann fast über ihn drüber springen. Und im Hintergrund so Sternschnuppen, alles so gebastelt. Geil. Wo gehen wir als erstes lang? Gehen wir jetzt nach rechts? Ich schätze ja. Das sind Gegner. Okay, das sind Gegner. Boah, Partymusik hier. Wo die Hasen, die feiern die Partys ohne uns. Okay. Aber was für eine Art Steine sind die Viecher bitte? Warum sind die hier überhaupt gelandet? Oder wie? Das ist ein Mondkirk. Mondkirks sind, naja, eben Kirks, die auf dem Mond leben. 6 HP, 5 Angriff, 5 Verteidigung. Die haben ja auch so eine gute Verteidigung. Und Feuerattacken wirken nicht. Aber die Verteidigung sinkt auf 0, wenn du sie mit Bomben umkippst. Ja, leider ist es mir das nicht wert. Abhauen! Die habe ich keine Lust zu kämpfen. Okay, wir haben hier immer mehr Felsen, die wir wegsprengen können. Solange da keine neuen Gegner drunter auftauchen, ist alles paletti. Ach, daneben. Aber schau mal, die leben hier, die Kirks. Viele von denen zumindest. Voltopilz. Die Sounds von Mario sind ja anders. Okay, lass mich bitte durch, ja. Ich will nicht angreifen mit der Explosion. Ich will nur meinen Ultra-Pilz sammeln. 50 KP schaltet mich wieder her. Richtig geiles Item. Und jetzt aufpassen, dass wir nicht von ihm erwischt werden. Sehr gut, weiter. Weiter geht's. Mehr Bombenfelsen. Mehr Items. Ahornsirup. Kann ich es mal tragen? Ja, mach die Stoppuhr weg. Ich weiß auch nicht, warum ich die überhaupt bekommen habe. Wieso habe ich immer noch meinen Stuff im Winter? Warum habe ich das immer nicht abgegeben? Oh, ich hoffe, auf dem Mond hat irgendwer sein Lokal oder sein Markt aufgebaut. Ja, ich muss meine Sachen ins Lager bringen. Ah! Eine Enderchest oder so wäre ganz gut. Aua, voll in die Nase, Mann! Dammit! Komm, verschwinden wir! Easy. Moment. Oh, da ist noch einer. Verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Hier sind bestimmt noch mehr Felsen, aber egal. Wir müssen hier schnell weiter. Hey, dieser Ketten da im Hintergrund. Was ist das denn für einer? Ach, den haben wir schon mal gesehen in grün, glaube ich, ne? Ich glaube, den Gegner haben wir schon mal in grün gesehen. Schieß uns gerade sowieso ab.
Von daher. Na komm. Bam. Sehr geschickt. Okay, gut. Die Action Commands sind hier nicht anders im Battle. Nur auf der Overworld. Alles klar. Boah, das wäre jetzt aber auch eine Umstellung gewesen, ne? Gumbrida, was? Mit wem haben wir es hier zu tun? Mit einem Krusimazet? Okay. Genau, das ist ein Krusimazet. Diese Dinger sind eine Weiterentwicklung der Krusimaten aus dem Baum. 7 KP für Angriff, keine Verteidigung. Sobald die Mini-Krusimaten auftauchen, sind die Krusimaten perfekt geschützt. Außerdem laden sie wohl von Zeit zu Zeit ihr KP wieder auf. Du solltest die Krusimaten möglichst kräftig treffen, bevor sie geschützt werden. Oh. Verstehe. Find was heraus. Was macht unser Mysterium-Item? Na komm. Heilung! Wir kriegen einen. Oh, wir kriegen den sofort als. Oh, schade. Schade. Ich dachte, das wird noch nicht sofort eingesetzt. Okay, der heilt sich nur und er schießt nur. Nein, doch nicht. Mist. Jetzt haben die da ihre kleinen Kinder. Gar nicht gut. Haben wir vielleicht eine Attacke, die alle treffen könnte? Ah, also das auf jeden Fall nicht. Nee. Nee, ich glaube, gegen die zu kämpfen lohnt sich nicht. Generell haben wir bisher nur nervige Gegner gesehen. Nein, Aufwand. Ich will mir keinen Aufwand machen hier in diesem Spiel. Schaut mal da im Hintergrund. Das sieht aus wie der Ort, wo wir hin müssen. Wenn wir doch nur die Röhre dafür finden könnten. Oh, das ja. Nice. Ich weiß, hier auf dem Mond kann man bestimmt noch viel mehr finden, aber belassen wir es für ein andermal. Ich hab da jetzt wirklich keine Lust drauf, überall hin und her zu rennen. So, rein da. Ich denke mal nicht, dass man hinter die Röhre konnte. Deshalb habe ich es auch nicht probiert. Das sieht voll cool aus. Ja, Fragezeichen, aber wir wissen ja, was das für ein Ort ist. Ein ziemlich mysteriöser Bau ist das. Passen wir also besser auf. Ja, vielleicht sollte ich eigentlich mal sie hier lieber rausholen. Ich glaube, sie wäre hier besser, wenn wir vorsichtig entlang wollen, ohne gesehen zu werden, aber... Ja. Wir können auch uns einfach durchkämpfen, theoretisch. Halt! Freund oder Feind? Aber das ist doch Mario! Das heißt... unversiegtlich eliminieren! Das glaubt ihr jetzt aber selber nicht, oder? Verdammt, die glauben es wirklich. Na gut. Wenn ihr unbedingt alles aufs Maul wollt. Aber was seid ihr eigentlich für Handlanger? Lass mal sehen. Das ist ein Elite-Soldat. Elite-Soldaten sind besonders starke Krusionen. 10 KP, 5 Angriff, 1 Beteiligung. Elite-Soldaten attackieren dich oder putschen sich mit Chemikalien auf. Jedenfalls sind sie gefährlich und du solltest sie kräftig vermöbeln. Oh ja, da bin ich auf jeden Fall dabei, du. Die werden so krass vermöbelt, die wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Bam. Sehr schick. Na, was jetzt, ne? Ja, okay, deine Standardattacken. Bam. Schön geblockt, Dumbrina. Ich würde sagen, wir machen das, was ich mit Mario gemacht habe, nochmal. Hat ja super funktioniert! So, komm, mach dein Geräusch. Und Gumbrina, einfach kopflos, passt schon. Siehst du? 6 Damage, reicht. Oh yeah! 69! Nice! Rückzug! Mario, wenn diese Kerle hier sind, dann bedeutet das. Genau, Prinzessin Peach muss ganz in der Nähe sein. Und dann ist das Sternjuwel auch nicht weit. Und wir werden es finden. Du hast einen guten Punkt. Freunde. Warum ist hier Partymusik? Oh, das ist geile Musik, aber. Ist das so leise? Ist das nicht so ein Remix von dem Titelfilm von dem Spiel? Aufzug bitte mit passendem Schlüssel aktivieren. Na, haben wir nicht. Noch einer von euch. Warum ist auf dem Boot eine Bombenstimmung? So eine richtige Partystimmung. Wie geil ist das denn?
Warum sind die Goombas und Shy Guys, Suselwusels, Boohoos? Das würde ja bedeuten, dass Bowser hier auch wäre, wenn wir solche Charaktere sehen. Habe ich recht? Macht doch irgendwie schon Sinn. Auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. So, bam. Ja, schön aufladen. Ist auf jeden Fall schön aufladen. Ich will das noch aufsparen. Er hat eine Strafattacke gemacht oder eine Arschbombe. Je nachdem, wie man das ansehen will. Ja, wieso habe ich jetzt so weniger Damage gemacht? Nee, ich habe vorher schon. Nur viel Damage gemacht. Mario ist einfach schwach. So sieht's aus. Stimmt, was buffe ich eigentlich als nächstes? Lass mal sehen. Wenn wir bald einen Level bekommen, soll ich dann OP machen? Für, ja gut, welchen Orden denn? Doppelgriff klingt geil. Oder BP Plus? Ja. OP erweitern, um BP zu erweitern, statt einfach direkt BP zu erweitern. Ja, wir haben dadurch aber die Auswahl. Deshalb ist OP immer am besten zu machen, weil du kannst dann auch deine KP theoretisch machen. Oh. Wo sind wir? Eine Mr. Beast Challenge? Okay, also einfach hier so lang. Nee, was? Habe ich's falsch? Ja, habe ich. Okay, komm, das ist easy. Yay, Fall Guys Level gemeistert. Und wir kriegen einen blauen Liftschlüssel. Setzt einen Aufzug im Kruzion HQ in Betrieb. Easy. Habe ich schon gefragt, wie man in den Block rankommen soll. Einfach abwarten. Abwarten und Tee trinken. Und nun trinken wir uns mal ein bisschen von dem Honigsirup. Fett. Nice. Okay, Liftschlüssel für welchen? Das scheint blau. Aber welcher von den beiden war blau? Die waren zwei. Richtig? War nur einer hier? Ich hatte in Erinnerung, dass hier zwei wären. Egal. Okay. Bitteschön. Keycard. Hat gestimmt. Wir gehen tiefer hinein. Es gibt keinen Zurück mehr. Also Geschoss 1 oder 2? Nehmen wir erstmal 1. Machen wir von oben nach unten alles erstmal fertig. Wir gehen der Reihe nach hier entlang. Und ja, ich habe safe auf dem Mund noch ein paar Sachen übersehen oder vergessen oder was auch immer. Aber, oh, diese Noobs halten nicht mal einen Sprung von Mario aus. Ja, aber das sind die gleichen Gegner wie auf dem Baum, glaube ich. Geil. Ja, auf dem Mund habe ich mich nicht umgeschaut, I'm sorry. Zahnrad zurzeit in Reparatur. Nicht gut. Hey, eine Aussparung. Irgendwas muss doch da reinpassen, meinst du nicht? Ja, du hast schon recht. Hör, das sind zwei Orden. Ein Sternsplitter und Geld. Ich will da rankommen. Drücken. Berühren. Okay, wir brauchen ein paar Zahnräder. Oder? Ne, ein großes brauchen wir. Genau, ein großes Zahnrad. Dann können wir hier weiterkommen. Merken wir uns das. Ach man, ich will die Musik wieder hören. Die war voll geil. Yahoo! Boah, mache ich jetzt auch richtig ab bei der Musik? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht will ich hier bei einem Item einsetzen? Habe ich schon was zum Angriff? Nö. Na, stopp. Wow. Nee. Muss nett sein, du. Ja, Erdbeben ist schon nice. Schätze ich. Machen wir den Sternblitz. Auf den habe ich jetzt Bock. Ich weiß, ich wollte die Sternenpunkte eigentlich auch sammeln, aufsparen. Aber egal. Xap! Bugs! Bunny! Bugs! Amxia! Und nicht zu vergessen! Xbugs! Irgendwas, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall. Tot. Wenn dieser kurze Zack-Effekt kommt, wo die alle so getroffen werden und da keine Nummern stehen, denke ich mir immer, okay, habe ich jetzt überhaupt Damage gemacht? Doch, habe ich. Aber das weiß man nie. Bitte Passwort eingeben.
Warum fehlt dir wieder ein Buchstabe? Welcher Buchstabe ist es eigentlich? Fehlt hier ein Buchstabe? Also das P haben wir hier drüben. Das fehlt nicht. Also ich denke mal nicht, dass Rumpel das Passwort sein wird, aber ich schätze, ausprobieren können wir es trotzdem mal. Rumpel. Nee, da sind noch zwei extra Symbole. Keine Ahnung. Falsches Passwort. Tür ist geschlossen. Ach Mann. Okay, da kommen wir hier noch nicht weiter. Gehen wir mal nach ganz unten zu Untergeschoss 2. Vielleicht finden wir da etwas, was uns hier weiterhelfen kann. Ich weiß, ich wollte alles von oben nach unten abgehen, aber wenn das Spiel mich nicht lässt, dann lässt mich das Spiel halt nicht. So, so ist das Ding und nicht anders. Hier ist offen. Warum ist sie offen? Hey, da oben ist das Zahnrad. Was ist das für eine Maschine? Teleporter? Tatsache! Ja! Wer braucht schon eine Warpzone, wenn ich einen Warper habe? Au! Mama mia! Wo sind wir denn jetzt? Boah, ist eine gute Frage. Das sind doch die Rodiger Katakomben! Mit ihrer Technik sind diese Kerle also vom Mond direkt hergekommen. Hier ist also deren verschicktes HQ. Oh, wir sind wieder hier in der verlassenen Stadt. Oha. Warte, heißt das dann, das hier wird die offizielle Abkürzung sein für den Mond und nicht die Röhre rechts? Warte, ich glaube, hier waren wir aber auch schon mal und haben das gesehen, oder? Boah, ich weiß es nicht mehr. I'm so sorry. Aber sehr interessant. So sind sie also vom Mond nach unten gekommen und wieder zurück. Hä, aber hätten sie nicht auch theoretisch einfach eine Warp-Röhre benutzen können? Hätte nicht theoretisch das gleiche gemacht? Andererseits, das Ding hier haben die ja selber gebaut. Heißt, sie können das auch selber bestimmen, wie das funktionieren soll, ne? Na gut. Ja, ich hab den Knopf aus Versehen berührt. Lieber, kann ich da nicht irgendwie drankommen? Warte. Na komm, hol es hier. Irgendwie kann man doch noch rankommen. Dammit, ich weiß aber nicht wie. Ah, dann müssen wir erstmal weiter. Hier ist zum Beispiel auch noch offen. Und da ist auch ein neuer Gegner, ein Professor. Ein Professione. Ja, so sieht's nämlich aus. Und da haben wir auch vor allem von den Grünen, also von diesen Baumdingern, diese Noobies. Ja, okay, dann scannen wir die mal. Aber mal zack. Ja, eindeutig, das ist ein Forscher. Arbeitet an den Entwicklungen der Kursion. 9 KP für Angriff, keine Verteidigung. Er wirft mit Chemikalien. Dadurch kannst du auch kleiner werden oder Feuer fangen. Forscher haben auch Mittel, um sich zu schützen oder ihre KP aufzufüllen. Wirklich, wirklich widerliche Gegner. Besiege sie schnell, bevor es Probleme gibt. Widerliche Gegner? Die mag ich am wenigsten, Mann. Wow! Boah, ich habe zweimal cool geschafft. Haha. Boah, ich bin nur krank. Sorry dafür. Ja, aber mir dauert das wohl ein bisschen länger. Die geben aber so viele Erfahrungspunkte. Aber ich hasse diesen Kampf. Ich hasse ihn einfach. Warte, müssen wir den kleinen Racker da auch noch scannen? Oh ja, müssen wir. Okay, dann trotzdem gut, dass wir hier in dem Kampf waren. Das ist ein Mini-Kusima-Z. Bis zu 4 von diesen kleinen Kernen schützen jeden Kusima-Z. 2 KP, keine Verteidigung. Sie tun uns nichts, aber solange wir diese Dinge nicht erledigen, können wir den Kusima-Z nicht angreifen. Verwende Techniken, die alle Gegner gleichzeitig treffen. Es verrührt, wie die Kleinen ihren großen Boss schützen, aber Gnade wäre hier wirklich nicht angebracht. Ja, da bin ich ganz an der Seite. Wie wäre es mit einem Sternblitz?
um die Viecher schnell zu erledigen. Oh nein, stopp! Das bringt nichts. Na egal, zu spät. Ich hab schon zu schnell gedrückt. Jetzt muss ich auch beenden hier. Axby. Bach. Irgendwas. Keine Ahnung. Nee, das hat nicht geholfen, glaube ich. Das killt die nicht, oder? Na. Dammit! Verschwendet! Idiot! Ja, aber das ist so kacke jetzt. Haben beide wieder ein Schild. Und ich kämpfe weiter. Ich Vollidiot. Ja. Toll. Ich find's aber lustig. Habt ihr gerade gesehen, wie die da, wie die Buhus so nach oben springen? Ein springenden Buhu. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ja, aber wie greife ich denn alle auf einmal an? Natürlich mit einem anderen Partner. Mehrmals hintereinander zuzuschlagen. Ja, ich weiß nicht. Sonst gebe ich einfach diesen Kampf auf, weil das ist... Ja, komm, gehen wir auf. Das ist wirklich ein bisschen zu schwer für mich, das herauszufinden. Das ist, glaube ich, besser, wenn man das mit Items macht. Wenn man die mit Items bekämpft. Oh nein, ernsthaft? Bitte lass uns in Ruhe. Wie komme ich da hoch? Schaut mal da oben. Warte mal, stopp. Oh mein Gott, tatsächlich. Ich kann in die Lüftungsschächte rein. Ohoho, Freunde, beim nächsten Mal wird es ein bisschen zassier abgehen. Wir werden uns hier umschauen und hoffentlich Prinzessin Peach finden und retten können. Seid dabei. Boah, ich bin immer noch richtig krank, ey.